أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق. Vor allem möchte ich natürlich die Menschen ansprechen, die, wie ich das gerade erwähnt habe, dass wir zusammenhalten, dass es nicht geht, dass wir so auseinandergehen, dass wir unter Muslimen, wir sollten nicht alles glauben, was die Medien bringen. Wir sollten über unsere muslimischen Brüder, wenn irgendwas ist, nach denen fragen und nach denen, was, wenn man ihn eine Woche nicht sieht, dass man nicht sagt, oh, nein, nach ihnen fragen, was ist mit meinem Bruder oder was ist mit meiner Schwester. Oder dass wir viel Dua machen für die Geschwister überall auf der Welt und dass wir zusammenhalten. Und das, wie gesagt, das ist traurig, dass man hier in Deutschland sieht, man Muslime, die kommen zum Islam, die nehmen manchmal die Sache ernster, wie Leute, die vielleicht, wie gesagt, in Türkei, die hören den Adan und interessiert es nicht. Die hören vielleicht kurz auf, ihr Bier zu trinken oder ihr Raki und dann nach dem Adan trinken die dann weiter oder so. Das ist natürlich dann traurig. Oder wie in Tunesien, dass man nicht, dass wenn eine Schwester das Kopftuch trägt, dass man ihr das Kopftuch runterreißt. Sowas, deswegen mein Rat an die Muslime und an die Führer der Muslime ist, dass wir am Islam festhalten, an der Sunna des Propheten und nach dem Koran. Und nicht, dass wir unsere eigenen Gesetze machen. Und, ne, wir schauen so, dass das Leben des Propheten ist perfekt. Es gibt keine Lücken, wo noch zu füllen sind. Wir halten uns an diesen Sachen fest. Und wir werden, inshallah, wir werden die beste Gemeinde. Prophet hat gesagt, wir sind die letzte Gemeinde und die größte Gemeinde. Aber wir müssen zusammenhalten. Nicht, dass wir so, wie ich gesagt hatte, so wertlos wie der Schaum auf dem Meer sind. Dass wir viele sind, aber keinen Wert haben. Lieber sind wir, halten wir zusammen und lassen unsere Geschwister nicht im Stich. Das Mindeste, was wir machen können, ist auf jeden Fall immer für sie Mitgebete machen. Und ich hoffe, dass die Leute, dass es Nutzen hatte, dass ich jetzt, ich habe dieses mitgemacht, damit es auch, damit Leute auch sehen, dass Leute, die zum Islam kommen, dass sie die Religion leben können und leben. Und dass andere Leute sich ein bisschen schlecht fühlen dabei und sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass ich daheim sitze und ich bin eigentlich, ich heiße Mohammed, habe noch diesen Namen oder ich heiße Yusuf oder ich weiß nicht was. Und ich lebe den Islam nicht, ich bete nicht. Diese Sachen sind für die Muslime wichtig. Das ist das, was uns unterscheidet von den Nicht-Muslimen. Dass wir beten, dass wir unsere Religion ernst nehmen. Das war das Problem, was die Völker davor nicht getan haben, warum Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft hat. Sie haben nicht an den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala gehalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bestraft. Und ich hoffe, dass die Leute Taube machen, dass sie bereuen und dass sie, bevor der Tod kommt. Weil wenn der Tod kommt, ist das Tor der Taube zu. Aber das Tor der Taube ist, egal was er gemacht hat, ist so lange noch offen, bis der Tod kommt oder bis Yawm al-Qiyamah. Deswegen, ich rate jedem, egal was er gemacht hat, Taube bei Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Dann der Prophet s.a.w. sagt, ein Mann ist gekommen, hat 99 Menschen umgebracht. Daraufhin hat er gefragt, einen Gelehrten, wo kann ich hingehen, wird mir das verziehen oder was kann. Dann hat dieser Gelehrte gesagt, geh zu diesem Menschen und zu diesem Gelehrten. Und der Gelehrte hat erst gesagt,
Ich fange nochmal dieses Ding an. Der Prophet Sallallahu hat gesagt in einem Hadith, dass die Taube ist so lange offen bis Yawm al-Qiyamah oder bis der Tod kommt. Deswegen diese schöne Geschichte von ihm, wo er erzählt, dass ein Mann hat 99 Menschen umgebracht. Und daraufhin ist er zu einem Gelehrten gegangen, hat ihn gefragt, ja, was kann ich noch machen? Gibt es für mich noch Hoffnung überhaupt, dass ich auf Taube? Dann hat dieser Mann gesagt, nein, es gibt für dich keine Hoffnung. Für dich ist schon vorbei. Du wirst in Jahannam schmoren. Daraufhin hat er ihn getötet, hat gesagt, ja, was bringt er mir noch? Dann ist er weiter, hat weiter gesucht, hat trotzdem noch Hoffnung gehabt. Hat einen anderen Mann gefragt, hat gesagt, ich habe so und so, ich habe dies gemacht, ich habe 100 Leute getötet. Gibt es für mich Hoffnung? Der Mann hat gesagt, natürlich gibt es für dich Hoffnung. Geh zu dieser Gemeinschaft da, die sind gute Menschen. Und sei mit ihnen und bete mit ihnen. Daraufhin ist er dahin gegangen, auf dem Weg ist er gestorben. Als er gestorben ist, sind die Engel gekommen und wollten ihn nehmen. Der eine sagt, er muss in die Hölle. Der andere sagt, nein, in den Himmel, weil er hat Tauba gemacht. Dann haben sie sich gestritten, dann sind sie zu Jibrail gekommen, haben ihn gefragt. Er sagt daraufhin, ist er zu Allah subhanahu wa ta'ala Jibrail gegangen, hat ihn gefragt. Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin gesagt, schau, wie weit war die Entfernung von ihm. War er mehr auf diese Seite, wo zu den Leuten? Dann lass ihn in Jannah gehen. War er aber mehr, also der Weg war noch zu kurz, dann soll er in Jahannam gehen. Und die haben geschaut, er war genau in der Mitte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Erde gedreht, damit er genau auf diese Seite von Tauba war. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie groß die Sünden sind, verzeiht. Deswegen richte ich an jeden, der, weil viele denken, das ist vorbei, nachdem sie was sie alles getan haben. Nein, es ist nicht vorbei, inshallah. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Sünden gemacht und wir werden auch weiterhin Sünden machen. Aber wir haben noch die Möglichkeit, bis wir sterben oder bis Yawm al-Qiyamah mit der Tauba, dass wir Allah Vergebung bitten, ihn viel in der Nacht anbeten und weinen, und, dass er uns vergibt, inshallah. Und inshallah hat das Nutzen, was diese ganze Sache und Alhamdulillah, wie ich auch allgemein, was ich gemerkt habe, auch wo ich in die arabische Moschee damals, wo ich gesagt habe, wo ich mich wohlgefühlt habe, diese Brüderlichkeit gibt es nicht. Das ist was Besonderes, diese Brüderlichkeit, diese Liebe unter drei Brüder. Das hat mich so fasziniert an der arabischen Moschee, in der bosnischen Moschee war das nicht so stark. Deswegen diese Sache ist wichtig, dass wir Brüder sind und nicht nur sagen, wir sind Brüder, nein, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen in allem. In allem, dass man sich jederzeit hilft. Das war's eigentlich schon. Ich sage noch einmal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.